Wenn eine Fraktur auftritt, können orthopädische Chirurgen ein Metallimplantat in diesen gebrochenen Knochen einsetzen. Müssen diese Implantate nach der Frakturheilung entfernt werden? Welche Implantate müssen entfernt werden? Wenn es entfernt werden muss, wann sollte es getan werden? Antworten auf diese Fragen findest du in diesem Video. Bei einem Bruch des Skeletts kann eine Operation erforderlich sein. Ziel der Operation ist es, dass der Knochen präziser und schneller heilt, seine Funktionen wiedererlangt und schneller in den Alltag zurückkehrt. Nachdem die gebrochenen Teile in ihre Funktionsposition gebracht wurden, werden sie durch Metallimplantate fixiert. Verwendet wird eine Platte oder ein langer Nabel, meist aus Titan oder Edelstahl. Der gemeinsame Name aller von ihnen ist ein Implantat. Die Funktion dieser Implantate besteht darin, die Knochenenden zusammenzuhalten, bis der gebrochene Knochen geheilt ist. Falls der Knochen nicht einheilt, besteht der Zweck dieser Implantate nicht darin, die Knochenenden ein Leben lang zusammenzuhalten. Wenn der Knochen nicht verheilt ist, werden die Belastungen, die der Knochen tragen muss, auf das Implantat übertragen. Aber dieses Implantat kann die Belastungen nicht ewig tragen. Nach einiger Zeit bricht das Implantat. Diese Situation wird Metallermüdung genannt. Wie Sie hier sehen können, bricht das Metall bei Biegekräften nach einer Weile. Mit anderen Worten, bei einem gebrochenen Implantat ist der Knochen wahrscheinlich nicht verheilt. Dies ist ein völlig separates Videothema. Andererseits heilt der Knochen, wenn alles gut geht, in 3 Monaten bis zu einem Jahr, je nachdem, wo der Bruch liegt. In diesem Fall ist die Funktion des Implantats vollständig beendet. Der Bruch heilte und der Knochen nahm die Belastung wieder auf. Theoretisch sollte es kein Problem geben, dieses außer Funktion befindliche Implantat zu entfernen. Die Entfernung dieses Implantats ist jedoch ein neuer chirurgischer Eingriff. Dieser chirurgische Eingriff wird eine finanzielle und moralische Belastung für den Patienten sowie eine Belastung für das Gesundheitssystem darstellen. Wir führen die Implantatentfernung nicht als Routineeingriff durch. Manchmal kann es hilfreich sein, es zu entfernen, und manchmal empfehlen wir es nicht, weil es dem Patienten nicht nützt oder sogar schadet. Allerdings haben alle Orthopäden weltweit unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Lassen Sie mich die Ergebnisse von Veröffentlichungen aus mehreren Ländern teilen, um Ihnen eine Vorstellung zu geben. In Finnland wird die Implantatentfernung fast routinemäßig durchgeführt und 80% der Implantate werden entfernt. Diese Rate liegt in Norwegen bei etwa 50% und in Großbritannien bei etwa 20%. Die größte Organisation zur Standardisierung der Prinzipien der Frakturbehandlung und Verbreitung ihrer Ausbildung weltweit heißt ARO. Als es 1958 gegründet wurde, empfahl es, alle Materialien zu entfernen. Als diese Empfehlung ausgesprochen wurde, waren alle implantierten Materialien aus Edelstahl. Da Stahl steifer als Knochen ist, gab es keine Flexibilitätskompatibilität zwischen Knochen und Metall. Dies könnte dazu führen, dass der Stahl den Knochen entlastet und Osteoporose und Schmerzen im darunterliegenden Knochen verursacht. Die meisten Knochenimplantate bestehen heute aus Titan. Da die biomechanischen Eigenschaften dieses Metalls so nah am Knochen liegen, ist es weniger problematisch, es an Ort und Stelle zu belassen. Da die biologischen Eigenschaften von Titan andererseits knochennah sind, kann es die Bildung und das Wachstum von neuem Knochen während der Frakturheilung stimulieren. Es kann das Entfernen erschweren. Ein weiteres Problem ist, dass Titan im Vergleich zu Stahl ein weiches Metall ist. Titanschrauben und Platten können verschmelzen, oder die Schraubenköpfe können abgenutzt und schwer zu entfernen sein. Schauen wir uns eins nach dem anderen an, wer von einer Implantatentfernung profitieren kann. Generell gilt, dass wir bei einer länger andauernden Infektion rund um das Implantat keine Chance mehr haben, die Krankheit hier medikamentös zu beseitigen. Die darin befindlichen Implantate müssen vollständig entfernt werden, wenn es vorrangig darum geht, die Infektion zu beseitigen. Bei Ellbogen- und Kniescheibenfrakturen kann eine feste Fixierung durch Drähte mit der Zugbandmethode erfolgen. Da die Haut in diesem Bereich nach einer solchen Operation sehr empfindlich ist, ist es sehr schmerzhaft und unangenehm, den Ellbogen auf einen Tisch zu legen oder auf dem Boden zu knien. Normalerweise müssen diese Drähte entfernt werden, nachdem die Fraktur verheilt ist. Wenn außerdem die Platte und die Schrauben, die in den Knöchel und die umliegenden Frakturen eingesetzt werden, beim Kreuzbeinen Beschwerden verursachen, kann es notwendig sein, sie ebenfalls zu entfernen. Wenn die eingesetzten Schrauben unerwünscht in das Gelenk eindringen, stört dies das Gelenk.
In einem solchen Fall kann es erforderlich sein, dieses Implantat zu entfernen, ohne die Heilung der Fraktur abzuwarten, oder es zu ersetzen, wenn es noch nicht verheilt ist. Normalerweise ziehen wir es vor, die Implantate bei Frakturen von Kindern zu entfernen. Diese Kinder haben eine lange Lebenserwartung. Wenn in Zukunft in dem Teil des Knochens, in dem dieses Implantat verwendet wird, eine Fraktur auftritt oder wenn in diesem Bereich eine Prothese eingesetzt werden muss, wird dieses Implantat den Eingriff erschweren. Bei Knöchelbrüchen wird vorübergehend eine Schraube eingesetzt, um die Anatomie zu fixieren, wenn ein Riss im Band vorliegt, der als Syndesmose bezeichnet wird. Diese Schraube wird planmäßig nach 3 Monaten entfernt. Diese Methode wird traditionell weltweit durchgeführt. Aber in einigen Veröffentlichungen behaupten einige, dass diese Schraube ohne Entfernung belassen werden kann und entfernt werden kann, wenn es weh tut. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Bruch der Schraube kein Problem darstellt und an Ort und Stelle bleibt. Dieses Verfahren ist ebenfalls anwendbar. Obwohl angenommen wird, dass das Implantat in schmerzhaften Situationen Schmerzen verursachen kann, gibt es keine Methode, um dies zu bestätigen. Wenn das Implantat richtig platziert ist und es kein Problem gibt, ist es unmöglich, sicher zu sein, ob die Schmerzen verschwinden, wenn es entfernt wird. In einigen Fällen kann es auch vorkommen, dass das Implantat die Gelenkbewegung beeinträchtigt. Ob die Steifheit im Gelenk auf das vorhandene Implantat zurückzuführen ist, kann nicht nachgewiesen werden, es sei denn, es ist röntgenologisch erkennbar. Daher kann nicht garantiert werden, ob die Schmerzen nachlassen und sich die Funktionen nach der Entfernung des Implantats verbessern. Es wird empfohlen, die in den Unterarmfrakturen platzierten Platten und Schrauben nicht zu entfernen. Die Neubruchrate ist höher, wenn die Platten entfernt werden. Ein 2014 veröffentlichter Artikel ergab, dass die Wahrscheinlichkeit einer neuen Fraktur, wenn die Platten und Schrauben bei Unterarmfrakturen an Ort und Stelle belassen werden, 2,77% beträgt. Wenn diese Platten jedoch entfernt werden, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer neuen Fraktur 12,7%. Mit anderen Worten, wenn diese Platten und Schrauben entfernt werden, erhöht sich das Risiko etwa um das Fünffache. Manchmal müssen wir das Implantat auf Wunsch des Patienten entfernen, da der Patient von dem Implantat besessen ist, selbst wenn der Patient kein Problem damit hat. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass das Entfernungsverfahren möglicherweise nicht ohne Probleme funktioniert. Obwohl es Situationen gibt, in denen alles perfekt funktioniert, gehören Implantatentfernungsoperationen zu den herausforderndsten Operationen in meinem Beruf. Manchmal laufen die Dinge anders als wir wollen. Die von uns zur Entfernung arrangierten Handwerkzeuge sind möglicherweise nicht kompatibel, da das Implantat ein anderes Design hat als wir dachten. Beim Entfernen kann der Schraubenkopf aufgrund von Metallermüdung brechen und im Inneren verbleiben. Der Schraubenkopf kann bereits beim ersten Eindrehen beschädigt worden sein. Insbesondere bei Titanplatten und Schrauben besteht die Möglichkeit, dass Schraube und Platte verschmolzen sind. Die Schraube oder der Nagel können die Arbeit auch erschweren, da der umgebende Knochen aushärtet und in die Löcher des Nagels eindringt. Es kann auch ein Knochenbruchrisiko bestehen, wenn das Implantat in einem nicht vollständig verheilten Knochen entfernt wird. Außerdem kann es schwierig sein, die Position der Schraubenköpfe oder des zu entfernenden Nagelkopfes in diesem Knochen zu bestimmen. Außerdem kann, wie ich bereits erwähnt habe, das Gewebe während dieser komplexen Operation beschädigt werden, und es besteht die Gefahr einer Infektion des beschädigten umgebenden Gewebes. Wie ich oben sagte, belastet die Entfernung des Implantats das Gesundheitssystem und erhöht die Gesundheitskosten. Obwohl es nicht viele Artikel zu diesem Thema gibt, wurde in einer Veröffentlichung aus Nigeria berichtet, dass diese Patienten durchschnittlich 6 Tage im Krankenhaus blieben und eine Belastung von 708 US-Dollar pro Fall hatten. Diese Kosten werden in entwickelten Volkswirtschaften wahrscheinlich viel höher sein. Es wurde auch berichtet, dass diese Patienten 16 Tage nach der Operation der Schule oder der Arbeit fernblieben. Denn wenn sie das Implantat trotzdem willkürlich entfernen lassen möchten, gehen sie dieses Risiko ein. Manchmal fragen Patienten, ob sie an meiner Stelle diese Operation hätten? Wenn ich wegen einer Fraktur ein Implantat hätte, hätte ich dieses Implantat nicht entfernen lassen, es sei denn, es verursachte Beschwerden oder die oben genannten Zustände. Schließlich haben sie eine Neuoperation, und jede Operation ist mit Risiken verbunden. Die Komplikationsrate im Zusammenhang mit der Implantatentfernung wurde mit 10% angegeben. Davon sind 36% Wundprobleme, der Rest sind 21% Infektionen, 14% Nervenverletzungen und 12% das Versäumnis, alle Implantate zu entfernen.
Interessanter ist, dass 2/3 der Patienten, bei denen diese Komplikation auftrat, angaben, dass sie diese Operation erneut durchgeführt hätten, wenn sie diese Operation hätten wiederholen müssen. Das ist sehr seltsam. Wenn es jedoch entfernt werden muss, wird empfohlen, die Implantate nach einem Jahr zu entfernen, es sei denn, es liegt eine außergewöhnliche Situation vor. Dies reduziert die Risiken, die auftreten können. Aber auf der anderen Seite wird es auch schwierig, es zu entfernen, wenn es 2 bis 3 Jahre aufbewahrt wird. Vielen Dank, wenn Sie bis hierhin zugeschaut haben. Denken Sie daran, sich zu abonnieren und auf die Schaltfläche wie gefällt mir zu klicken, um Unterstützung zu erhalten, damit Sie meine Videos mit Inhalten zur Orthopädie, Ernährung und Sport sehen können. Mögen Sie aktive Tage haben, an denen Sie immer lächeln und keine gesundheitlichen Probleme haben.